wir befinden uns beim Bildungscamp in Köln und an meiner Seite habe ich hier Frau Heuer und Herrn Kahlen. Und Bildungscamp, das fragt sich ja immer, wie hat sich eigentlich der Begriff der Bildung verändert? Also was ist eigentlich Bildung, wenn wir von Bildung sprechen? Was verbinden Sie mit dem Begriff Bildung? Ja, Bildung hat eine Menge mit Kreativität zu tun, hat mit zu wissen, wie man an Wissen kommt, weniger als jetzt Quantität und Ansammlung von Wissen, sondern Know-how in der Methodik. Das ist aus meiner Sicht die größte Veränderung. Kompetenz, Erwerb in den verschiedensten Bereichen und die Methodik, sich nicht zufrieden zu geben, die Neugier zu haben, immer weiter zu kommen, immer weiter zu blicken und selber zu organisieren, solo im Team mit pädagogischer Unterstützung den Horizont wirklich ja, tagesaktuell hinzukriegen und diesen neuen Herausforderungen einfach mitzuhalten und auch mitzubestimmen. Also das erfordert ja eben auch Menschen, ne, die eben kreativ denken können, die improvisieren können, die auch wissen, wie sie sich wissen, also wie sie einen Zugang zum Wissen bekommen können. Funktioniert das mit dem Bildungssystem, was wir momentan haben? Es gab ja viele Reformen in den letzten Jahren, sowohl in den Schulen als auch an den Universitäten, die ja eher in eine ja, Verschulung, eine stärkere Verschulung münden und mehr Punkte sammeln, Noten, gute Noten haben wird immer wichtiger, mehr Wissen auswendig zu lernen und es weniger vielleicht auch zu begreifen. Das ist zumindest so der Eindruck, der entsteht. Gibt es da eine Diskrepanz und eigentlich zwischen dem Anspruch an das, was Bildung sein muss und sein kann und dem, was wir momentan im Bildungssystem haben? Also ich bin zuversichtlich in dem Zusammenhang, dass Inklusion zum Beispiel eine große Rolle spielt. Und Inklusion als der Begriff Individualisierung von Lernen, dass also auch Schule nicht mehr damit hinkommt, ein Wissensgebiet für alle Kinder zur gleichen Zeit, zum gleichen Ziel zu bringen, sondern die Kinder, die wirklich in der Schule sind, zwingen zur Individualisierung. Also die Schule muss sich an die Kinder anpassen, nicht wie früher vielleicht die Kinder an die Schule und an bestimmte Lernpläne. Und da sehe ich eine große Chance wirklich für alle, für die Hochbegabten, für die Kinder mit Lernschwierigkeiten. Also insofern ist in der Realität einfach die Notwendigkeit da, auch so zu reagieren. Was die Schulen, glaube ich, brauchen, ist auch Ruhe, um diese Dinge dann auch ausführen zu können und nicht immer wieder neue Reformen. Das, was Sie angesprochen haben, ist ein Gesellschaftsbild, was dann auch mitspielen muss, dass nicht immer nur Punkte zählen, Effektivität zählt, sondern dass man auch Schulen und Kindern Raum gibt. Also für mich ist ganz wichtig, dass man nicht mehr diesen alten Frontalunterricht hat und sozusagen in irgendwelchen Lehrbüchern die Seite 192 vom letzten Tag aufschlägt und weitermacht, sondern dass man genau den Raum gibt, sozusagen von der Hirnforschung befördert, zu sagen, wie kann ich am besten aufnehmen? Wie sind die Mechaniken des Lernens und auch des Behaltens und auch des Weiterentwickelns. Und ich bin der festen Überzeugung, dass in einem Team, und zwar wirklich auch ganz unterschiedliche Teambildung, führt dazu, dass eben auch Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarfen dann ganz anders sich selber entwickeln können. Also ich bin der festen Überzeugung, dass diese Möglichkeiten, die wir heute haben, ein ganz anderes, selbsterfahrendes Lernen ermöglicht im Team. Wir kennen das in Grundschulen bewusst jetzt klassenübergreifend, nicht nur von irgendwelchen Dozentinnen und Dozenten, sondern wirklich im selbsterfahrenen Lernen. Und ich glaube, da sind wir jetzt methodisch weiter und können dadurch in der Tat auch den individuellen Bedürfnissen, aber auch den individuellen Talenten besser begegnen. Raum, ne, Stichwort Raum, ist der digitale Raum ja möglicherweise eben auch ein Raum, wo man nicht nur klassenraumübergreifend, sondern möglicherweise ja auch Schul- und Schulformenübergreifend miteinander lernen kann und sich auch vielleicht auf Lehrerebene auch besser miteinander austauschen kann? Ganz sicher, das ist ja der Vorteil der Digitalisierung, Klammer auf, in allen Lebensbereichen. Also nicht nur Bildung, Mobilität, Gesundheit, Energie. Der komplette Bereich, auch unser Verwaltungsbereich, ich sage nur E-Government, bietet eben ganz andere Möglichkeiten. Ich sage bloß die Weisheit der vielen, ortsunabhängig,
zeitunabhängig zu nutzen und wirklich Kommunikation zu haben, Weiterentwicklung, ich sag mal bewusst, zeitüberschreitend, zeitgrenzend überschreitend. Und was wir da auf einmal an Kommunikation ermöglichen, an ganz anderen Zugängen und auch an anderem Vertrauen. Nicht sich selber sozusagen immer zu zwingen, ich muss jetzt alles drauf haben, sondern dafür habe ich viele, die im Networking gucken, was kann ich machen, wo kann ich auf anderes Know-how zurückgreifen. Und da ist die Digitalisierung ein Schlüssel für, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und deshalb kommt es darauf an, dass Schülerinnen und Schüler genau diese Kompetenz auch kriegen, über Twitter und Facebook hinaus die gesellschaftlichen, aber auch die beruflichen Anforderungen in der Digitalisierung sozusagen selber stemmen zu können. Die im wörtlichen Sinn, ich sag mal, beherrschen und befrauen zu können. Das ist ein Punkt, wo Medienkompetenz heute ein alter Begriff, alte Forderung, aber heute neue Anforderungen setzt. Und ich glaube, das im Team, im Netz, in der Vernetzung hinzukriegen, die Chancen sind klasse. Wobei, da würde ich auch gerne als Beispiel unser Kölner Schulwiki anbringen, weil das ist das erste Mal, wo wirklich die Schulen schulformübergreifend die Möglichkeit haben, Unterrichtsreihen einzustellen, Ergebnisse einzustellen und das, also da sind wir ja einen neuen Weg gegangen, auch abzurufen und sehr in die Autonomie der einzelnen Schulen zu stellen. Also da möchte ich gerne Werbung machen, auch je mehr das genutzt wird, je produktiver ist das. Also das Kölner Schulwiki lohnt sich. Unbedingt. Auf jeden Fall ein Link-Tipp für zu Hause. Wir blenden den Link dann auch ein zum Schulwiki. Auf jeden Fall sollte man sich mal ansehen. Und das Bildungscamp, auf dem wir jetzt sind, welche Hoffnungen oder welche Wünsche verknüpfen Sie damit? Also für mich ist oberstes Ziel Vernetzung und das finde ich ist ja schon so ein Erfolg. Wir sind ja also über Nordrhein-Westfalen hinaus, über die Kommunen hinaus, gibt schon ganz viele Angebote, sich zu treffen und das ist ja das Prinzip auch des digitalen Raums, dass man also sich vernetzt und der Erfolg ist gegeben. Und es ist noch produktiv hinaus, weil ich glaube, jede Kollegin, jeder Kollege, der hier rausgeht, hat einen weiteren Horizont. Das kann Perspektive heißen, das kann aber auch ganz konkrete Erkenntnisse sein, die sich zwangsläufig nur in der Menge entwickeln. Und hier ist der beste Markt des Möglichmachens. Hier, früher hat man gesagt, man geht aus dem Rathaus klüger raus, als wenn man mal reingekommen ist. Hier sage ich vom Barcamp. Da geht es wirklich in die Fläche und deshalb bin ich riesig dankbar, dass wir hier nicht nur so eine Binnenveranstaltung haben, was macht Köln, sondern dass offensichtlich dieses System, diese Methode jetzt, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wirklich von Hamburg bis München oder bis Zürich geht, von Berlin bis nach Aachen. Das heißt, wir haben einen wirklichen Querschnitt in der Republik und das Tolle ist, Politik interessiert sich dafür, möglich zu machen. Verlage interessieren sich dafür, möglich zu machen. Medienzentralen, gerade auch im Bildungsbereich, interessieren sich dafür. Und das sind die besten Voraussetzungen, dass sozusagen dieses Wissen der vielen auch verbreitert wird und dann sozusagen auch als Best Practice sich den Weg bahnen kann. Denn ich glaube, Best Practice ist für alle Kolleginnen und Kollegen wichtig nach dem Motto, erfolgreich, schneller Fortschritt. Man braucht das auch, glaube ich, im praktischen Leben und das stärkt natürlich dann die Netzwerke. Insofern, also Best Practice von hier und das im Zig-Vervielfacher, das ist das Erfolgsgeheimnis. Ja, ich denke, ein wesentlicher Punkt ist auch, dass hier ein Raum des vertrauensvollen Austausches auch entsteht, sodass man eben auch beispielsweise über Projekte sprechen kann, die vielleicht gescheitert sind. Das ist ja auch mindestens genauso wichtig, lernt man ja auch so raus. Und die Verbindung, wie man hier sieht, es wird ja den Digitalmenschen immer vorgeworfen, ja, ihr wollt ja da alles Analoge abschaffen, aber dass wir jetzt hier stehen in echt und gerade was gegessen haben, zusammen sprechen, ich meine Notizen auf dem Papier habe, das Analoge und das Digitale ergänzt sich einfach fantastisch gut und ich denke, das Beste aus beiden Welten könnten wir hier miteinander verknüpfen. Aber lass mich da eins dazu sagen, vertrauensvoll zusammenarbeiten. Da waren die Pädagogen ja immer schon uns anderen voraus. Die Frage nämlich Fehlerkultur. Ja, ich finde das ganz toll. Pädagogen haben ja das Ziel,
aus Fehlern, Fehler nicht zu wiederholen und einen zu bestärken, einen neuen Weg zu gehen. Ich kenne Unternehmen, die schaffen jedes Quartal denjenigen, wer hat den Fehler des Quartals gemacht, der wird ausgezeichnet. Wer darf vorschlagen? Man darf nur sich selber vorschlagen. Berichtet über den Fehler und alle anderen applaudieren. Klasse, dass du uns das so gesagt hast, wir wissen, den Fehler machen wir hier im Team nicht nochmal. Also insofern, Vertrauen und Fehlerkultur ist hier natürlich bestens aufgehoben, weil Pädagogen und Pädagoginnen da ganz anders gestrickt sind als wir Normalen, darf ich jetzt mal sagen, die leider mit so einer Stigmatisierung umgehen und immer den Fehler in den Vordergrund und nicht den Erfolg im Vordergrund sehen. Bad news are good news. Das sind sie. Also und wir hatten ja heute schon ein schönes Stichwort, digitales Brauchtum. Das heißt, das Bildungscamp geht weiter. Und das Gute ist ja auch im digitalen Raum, dass man über eine solche Veranstaltung hinaus ja immer im steten Kontakt miteinander bleiben kann. Und ich glaube, darauf freuen wir uns alle. Und ich wünsche Ihnen, euch, wir sind ja beim Barcamp, ja genau, noch einen wunderschönen Tag und gute Gespräche. Tschüss!